Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir in dieser Höhle hier angekommen und haben mit dem Frostmann geredet. Der will uns jetzt mit uns ein kleines Spiel spielen. Hier bin ich, oder bin ich hier? Oh Mann. Rate falsch, mein Schätzchen, und du gehörst mir. Da ist ein Frostmann. Da ist ein Frostmann. Da ist ein Frostmann. Da ist noch ein Frostmann. Vielleicht unterscheiden die sich in der Tätigkeit. Die tanzen alle. Ich gucke mich nochmal weiter um. Ich glaube, der hier ist es, weil der einzige ist, nicht, der nicht tanzt. Unfair! Aua, mein Kopf. Mit mir kommst du nicht. Scheiße. Okay, jetzt können wir mit ihm sprechen. Das war irgendwie logisch. Die haben alle getanzt und so gefeiert und er stand ganz ruhig rum als einziger. Das war mir irgendwie klar. Sprich nicht mit mir. Ich bin nur ein Strauch. Lasst Eimann gehen. Du hast keine Seele. Willst du meine haben? Sie ist schwarz und klebrig. Ich habe euer Spiel gewonnen. Lasst Eimann gehen. Nein. Ein paar alte Freunde kommen zum Essen. Trink von ein paar Wurzeln. Bleib bei uns. Hier bist du sicher. Sicher wovor? Die Steine. Die glänzenden. Sie sind nur so lange schön, bis du dich umdrehst und dann... Wusch! Schädel platzen, Knochen brechen. Du sprichst von einem Einsturz. Dies ist der sicherste Ort für mich. Meine Freunde sind hier. Nimm sie mir nicht weg. Ich will eure Freunde nicht. Ich will nur Eimann. Wollen, wollen, wollen. Gierige Ratten. Wir wollten hier weg, aber dann glänzende Steine. Ich habe sie dann gegessen. Sie waren kalt. Meine Zähne haben mir davon wehgetan. Eimann wird sterben, wenn ihr ihn nicht freilasst. Leute sterben nicht. Sie ändern ihre Form, so wie Arawe. Sie ist ein schöner Kerzenständer. Sie leuchtet wie die Sterne. Und Tarak, er war nie glücklicher. Was ist mit diesen Rune? Was ist mit dieser Rune? Möchtet ihr sie nicht zurückbekommen? Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Und die schmeckt bestimmt wie Sägemehl. Und die kannst du selber essen. Wenn ihr ihn nicht freilasst, oh Mann, werde ich euch wehtun müssen. Die glänzenden Steine haben das getan. Die Wurzeln, das Wasser, Uriels 13. Ich habe versucht, ihn zu retten, aber sein Kopf lief immer weiter aus. Und jetzt ist er eine Milchkanne. Wenn Arawe eine Kerze ist und Uriel eine Milchkanne, seid ihr bestimmt eine Bärenfalle, oder? Und? Und niemand möchte in eine Bärenfalle tappen. Nicht einmal Ratten. Das ist der erste vernünftige Satz, den ich von dir höre. Meinetwegen nimm Eimann. Aber lass meine Freunde in Ruhe. Und gib mir nicht die Schuld, wenn die glänzenden Steine dich erwischen. Okay. Kann man hier einfach runterspringen? Ich würde es nicht tun. Nein, nein. Das werde ich nicht tun. Okay, wartet mal kurz, ich bin gleich wieder da. Und da bin ich schon wieder zurück, ich musste nur schnell was erledigen und jetzt bin ich direkt wieder da. So, wir verlassen jetzt diese Höhle hier, aber zuvor befreien wir noch Eimann. Abdallah, natürlich. Oh, da geht's lang. Dädrische Vase? Krug. Der Kerzenhalter war... Kerzenhalter und Milchdose waren auf jeden Fall
die anderen Freunde, also würde ich sagen, die dätrische Vase, müsste Eimann sein. Tarak von der Silberklaue, immer zum Scherzen aufgelegt. Eine oh. Vase ist sehr viel glücklicher. Hä? Wo ist denn Eimann? Das ist Oriel. Wir sind Brüder. Ich bin der Hübschere von uns beiden. Eimann ist nicht hier. Sieht Arabi nicht umwerfend aus? Immer so schön strahlen. Naja. Okay. Eimann war gar nicht hier, aber man konnte sich trotzdem diese ja, Leute angucken. Tiefer, aha. Ne, hier nicht. Wenn ihr jetzt die Tür hört, dann ist mir das... Ja, dann wisst ihr warum. Mein Bruder steht davor und heult. So, und da bin ich jetzt wieder zum zweiten Mal. Und jetzt sprechen wir mit Eimann. Was ist geschehen? Habt ihr diese Soldaten des Bündnisses gesehen? Soldaten des Bündnisses? Ich sah, wie eine Gruppe von ihnen die Höhle erforscht hat. Sie lachten mich an, als ich da im Eis hing. Dann hat der Frostmann sie geholt. Verschwinden wir von hier, Eimann. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Okay, Eimann wäre damit befreit. Und der Eismann scheint noch Soldaten vom Dominion hier eingefroren zu haben. Sehr mysteriös. Da kommt sie gleich angerannt. Du bist gekommen, mich zu retten. Du hast Glück, dass ich überhaupt gekommen bin. Ich habe ihn gerettet. Wo habt ihr ihn gefunden? Der Frostmann hatte ihn. Es geht ihm gut. Eine Gabe, Kühnes. Wir gehen gleich ins Dorf zurück. Dieser Narr wird sich von Rana etwas anhören können. Ich kann euch das nie zurückzahlen, aber bitte, nehmt dies. Es gehörte unserer Mutter. Der Knochensplitterer mit 106 Gold. Wir gehen, dummer Ochse. Und jetzt könnte man ja... Du hättest das sehen sollen, Ron. Die Höhle ist einfach unglaublich. Die zwei Einhänder einpacken. Ja, und jetzt könnte man das ein bisschen trainieren. Okay. Ah, die Aspektrune kann man also nochmal benutzen. Sehr schön. Ta. Okay. Dann machen wir weiter mit in Bodennähe. Hier haben wir schon Springen von Eisscholle zu Eisscholle. Ist auch sehr schön. Mist. Auch die nehme ich. Ich nehme die Glücklinge. Hey. Nimm doch mal die Glöcklinge. Na schön. Ach, unser Inventar ist voll. Das ist ja sehr schön. Hier die Eisenstreitaxt und Hieb des Aufs. Die ist 0 Gold wert. Bringt also nicht viel, die aufzuheben. Okay. Falter müsste ich auch. Ah, das müsste Falter sein. Ich bin euch sehr verbunden. Okay, bitteschön.
Oh, die Frostbissspinne. Okay. Haut auch rein. Ist nie open. Hehe. Mittlere Rüstung. Rüstung 7. Die ist eigentlich, jetzt ist sie besser, aber wenn ich die eine mal reparieren würde, wäre es schon besser. Ja. Hieb des Aufsehers. Ist eigentlich null Gold wert. Eisenküras. Auch null Gold. Aber da könnte man eben was gut draus machen. Warum steht schon wieder in Englisch da? Hey, was macht die? Der hat seinen Freund gefressen. Konnte sich dadurch immer heilen. Wir sehen, ob wir was finden, wenn wir hochgehen. Das wäre natürlich schon sehr geil, wenn man dafür belohnt würde, aber nein, man wird nicht belohnt. Schade. Außerdem ist schon jemand vor mir dort geholt. Okay, hier ist noch ein Quest. Eine Quest. Buranato. Gepriesen sei Sithis, ein Reisender. Bitte, die Kälte des Gifts übermannt mich. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Sithis? Was ist passiert? Ich zog mit drei meiner Kameraden aus der Kriegergilde hier hinaus. Wir haben Gerüchte über gefährliche Kreaturen in den Höhlen gehört. Dann haben wir Spinnen gefunden. Argonia sind resistent gegen Gift. Das ist der einzige Grund, warum ich entkommen konnte. Wobei soll ich euch helfen? Rettet meine Kameraden. Sie sind sicher schon von den Spinnen in Kokons versponnen. Findet Thetis näher und jagt im Schatten und befreit sie. Okay, ich werde tun, was ich kann. Ihr solltet es schaffen, sie hier rauszuholen, bevor sie von den Spinnen gefressen werden. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich hätte auf die Gildenmeisterin hören sollen. Ja, was meint ihr? Wir sind es gewohnt, Aufträge anzunehmen, wie sie reinkommen. Wir suchen uns unsere Aufgaben selbst aus. Gildenmeisterin jedoch, sie wollte, dass wir Jagd auf Daedra machen. Hätten wir doch nur unsere Befehle befolgt. Ja, hättet mal. Alter, das ist ja wieder ziemlich viele. Realität ist netter und findet die Vermissten ein. Okay, die gefährlichen Netze. Danke. Okay, haut auch rein hier mit unserer. Und tot. Haut auch gut rein. Unseren zwei Waffen. Okay, wir haben Thetis befreit.
Was? Kokons aufbrechen? Hier ist nichts mehr drin. Okay, okay. Wer sitzt denn hier? Mann, oh Mann. Aber bevor wir die nächsten befreien, würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Folgenpause. Bis dahin. Ja, jetzt müssen wir die, ja, von den Spinnen eingewickelten, von der Kriegergilde, Leute befreien. Ach, ich glaube, wir müssen, aber ist ja auch egal. Warum mache ich eigentlich eine Abmoderation? Naja, weil ich es einfach kann. Oder auch nicht. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. In der nächsten Folge befreien wir die restlichen Gefangenen von den Spinnen. Bis dahin, ciao.